Es wird ein ganz neues Leben, Anthony. Du wirst schon sehen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Naja, du weißt schon, dass du keine Freunde findest und so. Das wird ein ganz, ganz neues Leben. Das wird so. Hello, I'm here for you. I'm reaching the island. Please give me the strength to do good, to do fine. Hey, I'm reaching the island. I'm here for you. I'll find you. And I'm making you mine. I'm so far away. I want to reach the island. Du musst Anthony sein. Hi, ich bin Thomas. Kannst du mich auf Tom nennen? Hi. Ich habe das linke Bett genommen, aber wir können auch keinen Tausch, wenn du willst. Nein, ist schon okay. Okay. Was liest du denn so? Oh, weißt du eigentlich alles? Drama, Krimis, Romane, Weltliteratur wie Shakespeare, Theater, eigentlich alles. Was hörst du so? Ich tue einfach mal was rein, okay? Und, gut geschlafen? Naja. Ja, kenn ich. Konnte letzte Nacht auch nicht schlafen. Guten Morgen, liebe Schüler. Guten Morgen. Ich bin euer diesjähriger Klassenvorstand. Mein Name ist Universit. Alexander Universit. Für euch natürlich Professor Universit. Ich werde euch nun die Verhaltensregeln dieser Schule erklären. Hey, Junge! Hättest du vielleicht Lust, mit zu einer Schultheaterprobe mitzukommen? Nein, ich kann das nicht. Woher weißt du das? Hast du schon mal mitgemacht? Nein. Ja, dann kannst du ja nicht wissen. Doch. Woher denn? Ich kann es einfach nicht. Okay, ach, aber schau, komm schon. Nun, komm mal einfach mal mit, ich möchte vielleicht mitmachen, ja? Allein will ich auch nicht hingehen. Ja. Anthony?
Oh, ha, ich bin Thomas. Du kannst mich aber... Also spielst du wieder Theater? Wieder? Er hat nie gespielt, oder? Also, sagt er das? Ja, Anthony? Ich kann mich nicht bewegen. Es fühlt sich so an, als würde mein Körper eingefroren sein. Als würde ich am Boden festkleben und so sehr ich mich bemühe, ich kann nicht weitergehen. Meine Lippen bleiben ungeöffnet. Irgendwas hält mich davon ab, etwas zu sagen. Warum passiert das auch immer mir? Ich ziehe um, weit weg in das Großstadtleben von Wien. Und selbst hier holt mich meine Vergangenheit ein. Alle sagen, Wien ist die Stadt für junge Künstler. Die Stadt, wo ein Mensch sein kann, wie er will. Eine Stadt der Freude, eine Stadt zum Neuanfang. Aber es ist genau das Gegenteil. Wien ist eine unglückbringende Stadt. Theater hat mir immer Spaß gemacht. Einmal für ein paar Stunden in die Rolle eines anderen zu schlüpfen und zu fliehen. Es war einfach unbeschreiblich. Aber damals, vor etwa einem Jahr, konnte ich das alles nicht mehr weitermachen. Mein bester und einziger Freund hat sich das Leben genommen. Er hängt. Ich war in einem konstanten Dasein der Traurigkeit und des Hasses. Des Hasses zum Menschen, des Hasses zum Künstlerischen und des Hasses zum System. Des Hasses zur Gesellschaft, in der wir leben. Ich war am Boden und keiner hat mir aufgeholfen. All jene, die etwas mitbekommen haben von meiner Depression, haben mir eingeredet, dass alles gut wird. Aber sie vergessen, dass bei einem Menschen, der von Trauer erfüllt ist, all das nicht hilft. Worte können keine Wunden heilen. Aber die Gesellschaft sagt, dass man alles richtig macht, wenn man daneben steht und die Schulter eines klopft. Alles richtig. Bei allen. Außer bei mir. Nach ein paar Monaten des tiefsten Schmerzes in mir habe ich mit Drogen angefangen. Sie gaben mir ein Gefühl, lebendig zu sein. Manche Menschen gehen laufen, andere nehmen Drogen. Doch im Endeffekt wollen wir doch nur einmal kurz aus diesem grausamen Abschnitt unseres Lebens flüchten, den wir Alltag nennen. Ich habe die Schule nicht mehr besucht und alles aufgegeben, was mir Lebensfreude gegeben hat. Ich habe gerne geschrieben. Ich bekomme heute keinen einzigen Satz mehr aufs Papier. Bei jedem sah alles so einfach, so wunderbar aus. Bin ich denn der einzige Mensch, der traurig ist? Ein Gefühl hat sich in mir gebildet, dass die Leute einfach nicht begreifen wollen, wie schwer das Leben für jemanden sein kann. Der Einzige, der sich immer komisch aufführte, der immer alleine war, sich schwarz kleidete, der war ich. Alles ist so verdammt dunkel hier unten. Es frisst mich auf. Ich wollte mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Und so habe ich mich vor allem versteckt, besonders vor Joe. Ich wollte nicht, dass sie schlecht über mich denkt. Wir sind umgezogen und wieder und wieder und wieder. Schlussendlich nach Wien. Und hier bin ich. Hatte Hoffnungen entwickelt, dass sich etwas ändert. Es hat sich fast schon gut angefühlt. Aber es ist schon komisch, dass sich Fallen anfühlt wie Fliegen. Zumindest für einen kleinen Moment. Ich stehe also hier, kann mich noch immer nicht bewegen und bin enttäuscht. Enttäuscht vom Leben. Und ich habe Angst. Ja. Ja, Angst ist jetzt das richtige Wort dafür. Angst vor dem Ungewissen, was weiter passiert. Angst davor, auch in diesem Schuljahr wieder zu versagen. Und mich von meiner Vergangenheit einholen zu lassen. Aufpeppen, dass ich nicht lache. Aufpeppen. Ich meine, was ist das überhaupt für ein Wort? Hallo, Anthony, kannst du mir das erklären? Ja, was ist los? Erklärungen habe ich satt. Die Ungewissheit auch. Ich befinde mich in einem Loch, aus dem ich nicht herauskomme. Hoch unten, im tiefsten Sumpf.